Was soll ich sagen? Mikro lief nicht mit. Ich habe jetzt ein Video gemacht. Das will ich jetzt nicht neu aufnehmen oder löschen, weil ich würde das, glaube ich, einfach so stehen lassen wollen. Aber tut mir leid, der Ton ist halt kacke. Los geht's. Glaube ich, da haben wir jetzt aber für diese Woche auch mal wirklich ordentlich was an alles zum Thema Schwindel weggeballert. Den Rest der Woche habe ich nicht so viel Zeit, um Videos zu machen. Trotzdem, schreibt fleißig Fragen, schreibt gerne Anregungen, schreibt einfach auch mal, wenn ihr mal was schreiben wollt, schreibt es auch. Hier auch nochmal eine Rückmeldung, beruhigt sehr. Dafür mache ich dir auch. Ja, also ich kann mich selber über solche Videos ganz wunderbar beruhigen. So ein bisschen aus dem Alltag rausklingt mit Familie und Praxis und Corona und so. Und das ist letzten Endes mein Ziel. Ich will keine Videos machen, wo ihr euch drüber aufregen könnt. Interessanterweise machen das dann die Leute doch. Ne? Ist ja egal, was man macht. Die Leute machen immer, was sie selber wollen. Ist ja okay. Aber dieses Video hat diesen Zuschauer sehr beruhigt. Das ist cool. Einiges wird ihm klar. Er hat seit 8 Monaten unerklärlichen Schwindel. Ich sage, dass die Panikattacken sagen wollen, so nicht mehr. Aber werde nicht schlau daraus. Deshalb dieses Video. Führe ein sportliches Leben. Weniger wegen dem Schwindel, der mir Angst macht. Also. Sport immer vernünftig, ne? Sagt dein Hausarzt auch, sie sollten ein bisschen mehr Sport machen, ne? Gewichtsreduktion, weiß ich nicht, ob das der Hausarzt heute immer noch so empfiehlt wie früher auch. Ich finde nur wichtig, ich für mich habe ja ein ganz wesentliches Ziel, was ich in meiner täglichen Arbeit verfolge. Und das lautet, ich will nicht raten, sondern ich will wissen und ich will den Leuten vernünftige Sachen mitgeben. Und es ist aus meiner Sicht eine ganz große Problematik, dass da draußen in vielen Situationen immer nur rumgeraten wird. Wenn der Hausarzt dir sagt, du solltest mehr Sport machen, dann ist das richtig. Aber das ist jetzt erstmal ohne Begründung, in Anführungszeichen, geraten. Warum ist es gut, wenn du eine solche Schwindel- und Benommenheits- und diffuse Symptomatik hast, die in Panikattackenrichtung geht, warum ist es dort sinnvoll, Sport zu machen? Ganz grob formuliert, unser Körper, der immer noch in diesem Fight-or-Flight-Prinzip in vielen Situationen unterwegs ist, der ist in der heutigen Zeit vielen konkreten Problemen gegenüber aufgestellt. Häufig haben wir Probleme, die uns sehr groß vorkommen. Es gibt aber keine großen Probleme. Es gibt eigentlich auch keine kleinen Probleme. Es gibt halt Probleme, die sind lösbar. Ohne den Menschen wird es das Problem nicht geben. Und eine Problematik, die nicht lösbar für uns ist, erscheint uns subjektiv sehr, sehr groß skaliert. Also große Probleme gibt es nicht, aber es gibt Probleme, für die wir noch keine Lösung haben und die erscheinen uns sehr groß. Noch ein bisschen problematischer ist es, wenn wir eine Problematik haben, die uns gegenüber nur sehr diffus und unbegrenzt gegenüber im Raum steht. Also eine Problematik, wo wir gar nicht genau wissen, was ist denn eigentlich das Problem. Es ist aber trotzdem bedrohlich und wir haben keine Lösung dafür. Und dann sagt unser Organismus, okay, Verteidigung, auf geht's in den Kampf. Was macht unser Körper? Er schüttet Stresshormone aus. Cortisolamin, die herzwirksam sind. Der Herzschlag beschleunigt sich, wir haben eine erhöhte Atemtätigkeit, wir brauchen mehr Sauerstoff im Körper, wir brauchen ganz viel Energie, um im nächsten Moment kämpfen oder flüchten zu können. Was macht der typische Betroffene? Der sitzt irgendwo und denkt, was geht denn hier für ein Shit ab? Und das ist eine Situation, wo man sagen kann, unser Körper möchte ja, dass wir genug Energie haben, um jetzt wirklich mit dem Bein in der Hand, zack, auf geht's davon oder jemand auf die Nase hauen können. Wir bleiben dann aber quasi in den meisten Situationen irgendwo so stumm sitzen und versuchen, das wegzuatmen. Das ist nicht das, was unser Körper will. Der will uns Energie zur Verfügung stellen. Wenn wir diese Energie nicht abrufen, dann fährt der Organismus immer weiter in einem hohen Level, in einem hohen Maß an Energie zur Verfügungstellung. Muskelaktivität sorgt für eine Verstoffwechselung verschiedener Stresshormone. Günstigerweise würde ich allen Leuten empfehlen, die betroffen sind und wo es ärztlich keine Kontraindikation gibt, eine kardiogene Belastung eher auf den Körper zu setzen als jetzt Kraftsport, weil wir mit einer Aktivierung möglichst vieler Muskelgruppen möglichst viele Stresshormone abbauen können. Viele Betroffene merken das auch, ne? Beim Fußballspielen, wenn sie irgendwo hingehen, wenn sie joggen gehen, ist die Symptomatik nicht so ausgeprägt. Wenn die aber irgendwo stumm stehen oder was hinstellen sollen oder Supermarkt, auch so ein typischer Klassiker, da tritt die Symptomatik dann schon eher auf. Sport hilft dir dabei, Stresshormone abzubauen, wobei die Stresshormone in einer weiten Kaskade von Prozessen letzten Endes eine solche Symptomatik mit nach sich ziehen.
Deshalb ist es gut, Sport zu machen. Und, ich hatte es eben schon mal angedeutet, ich würde tatsächlich auch grundsätzlich in die Richtung die Empfehlung aussprechen, eine kardiogene Belastung zu haben, weil wir aus der Studienlage heraus ganz gute Perspektiven darauf haben. Erst ab ungefähr 35, 40 Minuten, wenn du genauere Werte kennst, schreib es in die Kommentare, ab ungefähr 40 Minuten kardiogene Dauerbelastung fängt unser Körper an, über das Darmgeflecht, dem sogenannten zweiten Gehirn, die Grundbausteine der Glückshormone auszuschütten, die über die Blut-Hirn-Schranke im Gehirn dann entsprechend stärker vorhanden sein können und anfluten können. Das heißt, Sport macht uns auf lange Sicht auch glücklich, sollte aber tatsächlich in der kardiogenen Belastung um die 45 Minuten aufwärts liegen, damit unser Körper überhaupt in dieser Aktivierungszone liegt, um dann weiter darauf aufbauen zu können. Hier bei ihm jetzt, führt ein sportliches Leben, das ist schon mal gut. Ich sage, die Panikattacken sagen so nicht mehr. Habe ich mal so formuliert. Ne? Und unser Körper gibt uns kein Signal, wo unser Körper sagt, bitte ab sofort genau diese Richtung einschlagen. Das macht die nicht. Was unser Körper vielleicht uns damit sagen möchte, und ich bin ja auch der Meinung, unser Körper, kann ich ausmachen hier, bin ja auch der Meinung, unser Körper spricht ja nicht mit uns. Unser Körper gibt uns auch nicht Signale, aber unser Körper arbeitet in einer Art und Weise, wie wir Signale mitbekommen können. Und diese Signale können wir lernen, für uns vernünftig zu interpretieren. Und eine Panikattacke will uns nichts sagen. Für unseren Körper ist es egal, der geht im Zweifel die nächsten 30 Jahre mit Panikattacke durchs Leben. Der macht letzten Endes einfach nur Basisprogramm immer weiter. Das heißt, ich würde jetzt das nicht so stehen lassen wollen, die Panikattacken sagen uns so nicht mehr. Wir können aber anfangen, das aus dieser Perspektive so zu interpretieren, dass die Panikattacken uns einen gewissen Hintergrund geben, dass wir Dinge vielleicht etwas anders machen sollen. Was genau heißt das jetzt? Es ist immer wichtig, mit jedem einzelnen Betroffenen die Thematik konkret zu visualisieren, zu verbalisieren und Verhaltensweisen, Verhaltensebenen zu identifizieren, die vielleicht ungünstig sind. Thema, wie entsteht ein Gefühl? Wir verarbeiten vorrangig über visuelle, ne? Denk nicht an den rosa Elefanten, der auf meinem Kopf sitzt. Wir reden den ganzen Tag mit uns selber und wir erleben uns in unserem eigenen Verhalten. Ganz wichtig. Und diese drei Ebenen sind am entscheidendsten in aller Regel für unsere Gefühlsentstehung. Und wir haben immer wieder Dinge, wo unser Kopf uns auf dieser Ebene wahrnehmbar eine Problematik aufzeigt. Unser Kopf sagt, überleg mal, was ist, wenn du die Klausur nicht schaffst? Wenn du jetzt hingehst, hast du eine solche Befürchtung und distanzierst dich aber davon, indem du dein benutztes Geschirr in den Tiefkühl stellst, damit es nicht schimmelt, oder gehst die Küche putzen oder setzt dich in irgendeinen Park, dann wirst du ja dieser Befürchtung deines Kopfes nicht gerecht, wo ich diese Befürchtung deines Kopfes so interpretieren würde, hey, wir haben hier noch ein Ziel nicht definiert und haben deshalb keinen vernünftigen Plan, wie wir dieses Ziel erreichen können. Wir sollten uns in einem solchen Beispiel aber darauf dann fokussieren oder also darauf fokussieren, dass wir dieser Befürchtung erstmal Raum geben. Was befürchte ich? Ja, ich sehe mich selbst, wie ich in der Klausur sitze und kriege Panik. Ist das dein Ziel? Ja, natürlich nicht. Sondern, dass ich bloß nicht in Panik verfalle, sehe ich kein anderes Bild. Hinter jedem großen Gefühl steht in der Regel ein entsprechend großes Bild. Dein Ziel ist nicht, dass du gleich nach Hause fährst und hast hoffentlich keinen Stau. Da siehst du keine freie Straße, da siehst du viele rote Rücklichter. Also Thema Ziele definieren. Eine Befürchtung stellt die Erfordernis dar, ein Ziel zu definieren. Was soll passieren? Ich sehe ein Bild von mir, wie ich dort sitze, sehe die Aufgaben und denke, yes, da hast du so genau drauf gelernt. Und jetzt kommen genau diese Fragen. Und die Prüferin vorne, die genau mein Fall. Weiß ich nicht. So. Kannst du dir in deiner persönlichen Situation anpassen. Aber es geht ja nur um Beispiel. Es geht darum, dass wir erstmal verstehen, dass wahrscheinlich eine ganze Menge Befürchtungen in meinem Leben immer wieder im Alltag zu Dutzenden, hunderten Momenten eine Rolle spielen, wo ich bisher immer einen, ich sag mal, Umgang mit gepflegt habe, der letzten Endes der Symptomatik von Panikgefühlen und Schwindel und Benommenheit entsprechenden Raum gegeben hat. Heißt, es geht nicht darum, wie viel Sport machst du. Es geht darum, wie gehst du in deinem Alltag mit Befürchtungen um, die deinen Kopf hochbringen. Es geht darum, wie du in deinem Alltag es schon schaffst, nach vorne zu schauen und Ziele in deinem Leben zu haben, die dir Zugenergie geben. Es geht darum, dass du in deinem Leben vier Beziehungsebenen hast, die Beziehung zu dir selbst, zu Geld, zu anderen Menschen und zu deinem Job.
und in jeder dieser Beziehungsebenen günstigerweise ein Ziel enthalten sein soll, dem du in deinem Leben jederzeit nachgehen kannst. Es geht darum, dass du Ideen aufgreifst, die zu Zielen formulierst, die in die Usability-mäßige Umsetzungsstrategie bringst und ins Erleben kommst. Es geht darum, dass du erstmal anfängst, das Leben vor dem Tod zu nutzen. Was das genau jetzt bei einem Individuum bedeutet, kann ich natürlich erst sagen, wenn man diesen genauen Kontakt hat, den ich im Moment zu Klienten habe, zu dir als YouTube-Zuschauer ja noch nicht haben kann. Also schreib mir, was sind die Dinge, die du erlebt hast? Schau dir mal das Video zum Thema Problemregal an. Versuch doch mal herauszufinden, was sind die Dinge, die bei dir, auch das verlinke ich dir hier nochmal, als Befürchtungen konkret auftauchen. Wenn wir darüber sprechen, wirst du erleben, wird es schon eine Entlastung geben. Wenn du anfängst, dich konkret damit auseinanderzusetzen, wirst du merken, dein Kopf findet von alleine Lösungen. Wenn du anfängst, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen, auf der Ebene, wo wirklich die Problematik stattfindet, nämlich du siehst Probleme, du hörst problematische Beschreibungen, was auch immer da auftaucht. Wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, wirst du auch problematische Hintergründe erleben und die Bereiche besser darstellen können, die in Zukunft veränderungswürdig sind.